In diesem Video zeige ich euch also nochmal kurz, wie man PW, den sogenannten Prozentwert, berechnet. In der Tabelle hier ist gegeben 3% von und drunter drei verschiedene Zahlen, also drei verschiedene Aufgaben. 3%, das ist P%, das sollte man normalerweise wissen. Das gibt eben dieses kleine blaue P. Und das, was drunter steht, das ist GW, der Grundwert, also der Gesamtwert. Immer wenn dieses von kommt, heißt es, dass dahinter GW steht. Und wie man das jetzt berechnet, das werde ich euch jetzt zeigen. Das, was hinterm GW steckt, ist ein Grundwert. 100% entspricht 400 Kilogramm. Hier steht das von und deswegen können wir ganz leicht erkennen, 3% von meinem Ganzen und das Ganze müssen die 400 Kilogramm sein. So, und ich will jetzt drauf kommen, was 3% sind. 100% kenne ich. Um von 100% auf 3% zu kommen, mache ich den Dreisatz. Also ich berechne zuerst mal, was 1% ist und komme auf 4 Kilogramm. Warum? Ich muss hier durch 100 teilen. Dann muss ich auch hier durch 100 teilen. Um von 100% auf 1% zu kommen, teile ich durch 100. Um von 400 Kilogramm auf 4 zu kommen, muss ich eben auch diese 100 teilen. Und jetzt ist es leicht. Jetzt muss ich die 1% auf 3% kriegen. Und voilà, hier ist der Prozentwert 12 Kilogramm. Nämlich auf beiden Seiten mit 3 multipliziert. Hier unten ist dieselbe Aufgabe jetzt nur in der Zeile, nicht in der Tabelle geschrieben. Es gibt übrigens in der Tabelle natürlich noch zwei weitere Aufgaben, aber die habe ich jetzt nicht weiter erklärt. 7% von 12 Kilogramm. 7% ist P% und von, das was dahinter steht, ist der Grundwert. Ich mache es wieder genauso wie oben. Ich sage, 100% sind, hoppla, 12.000 Gramm. Warum mache ich das jetzt? Nun, im nächsten Schritt muss ich die 100% auf 1% kriegen. Das heißt, genauso wie hier oben, durch 100 teilen. Würde ich jetzt 12 Kilogramm hier hinschreiben, müsste ich mit Kommazahlen rechnen. Aber bei den Größen darf ich ja auch in die nächstkleinere umwandeln. Dann fällt mir das Ganze etwas leichter. Geteilt durch 100 heißt so viel wie zwei Nullen wegstreichen. Also bleibt übrig für 1% 120 Gramm. Und das Ergebnis 7% kann ich dann recht leicht finden, indem ich 7 mal 120 rechne. Also 120 Gramm gibt 840 Gramm. Also, wenn von dran steht, ist ziemlich sicher, dass der Grundwert, der dahinter steht. Und der Grundwert sind immer 100%. Mithilfe des Dreisatzes kommt man dann auch den gesuchten Prozentsatz. Manchmal kann man das auch direkt machen. Von 100% auf 5% brauche ich nicht über 1% gehen, sondern kann direkt durch 20 teilen. Aber das kommt immer auf die Aufgabenstellung an.